Die Netzexpertin und digitalpolitische Sprecherin der Bundestagsfraktion der Linken, Anke Domscheit-Berg, ist uns hier zugeschaltet. Guten Morgen. Guten Morgen, Frau Waldenhölz. Wenn man sich das Beispiel aus Witten anschaut, muss man da feststellen, Deutschland ist wehrlos im Cyberraum? Wir sind nicht wehrlos, aber wir sind verletzlich. Also es gab in der letzten Zeit über 100 erfolgreiche Angriffe auf öffentliche Einrichtungen. Man muss schon sagen, unsere IT-Sicherheit ist ausbaufähig. Insofern ist es richtig, dass da jetzt mehr getan wird. Würden Sie denn sagen, dass Wirtschaft und Politik die Gefahren, die von Cyberkriminellen ausgehen, immer noch unterschätzen? Das ist definitiv so. Es gibt sehr viele Baustellen, an denen man was machen muss, wo ich auch hohe Erwartungen an die Cybersicherheitsagenda der Innenministerin habe. Also man braucht zum Beispiel erstmal eine klare Strategie, die zu 100% auf Defensive, also auf Verteidigung setzt und nicht irgendwelche Angriffsszenarien, die man nicht mehr Hackback, sondern aktive Cyberabwehr nennt, fährt. Denn die sind am Ende gefährlich. Das zu erklären, würde hier wahrscheinlich zu weit führen. Es ist aber so, man braucht also 100% Verteidigung und man braucht klare Rollen und Verantwortungen. Das BSI zu stärken, ist eine gute Entscheidung. Es muss aber auch unabhängig sein vom Bundesinnenministerium. Dem sind ja auch andere Behörden nachgeordnet, zum Beispiel Geheimdienste, die ein Interesse daran haben, dass Sicherheitslücken offen bleiben. Da gibt es einen Interessenskonflikt und der muss am Ende auch weg. Hat sich Ihren Informationen und Eindrücken denn nach die Gefährdungslage durch den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine noch einmal verschärft? Die hat sich schon verschärft, aber man muss wirklich auch sagen, sie war auch im letzten Jahr, das ist ja durch den Einspieler auch deutlich geworden, auch schon extrem hoch und da wurde auch schon viel zu wenig gemacht. Deswegen verfolge ich zum Beispiel seit einigen Jahren auch, wie viele IT-Sicherheitsstellen gibt es denn im Bund. Und vom Bundesgesundheitsministerium weiß ich daher, dass es seit über einem Jahr dort 80% der IT-Sicherheitsstellen nicht besetzt sind. Das geht einfach gar nicht. Es haben auch nur drei Bundesministerien Stand März diesen Jahres einen Chief Information Security Officer gehabt. Die Netze des Bundes, die Hardware sind auch in einem sehr schlechten Zustand. Alles das ist das Ergebnis von vielen Jahren Vernachlässigung. Hier muss sich auch bei den Ressourcen etwas ändern. Wer trägt die Verantwortung dafür? Die Verantwortung liegt in der Bundespolitik. Das wurde also von den letzten Regierungen in den letzten Jahren schon in den Sand gesetzt. Also gerade die Netze des Bundes sind seit vielen Jahren vernachlässigt worden. Wir haben aber auch sehr hinderliche Gesetzesgrundlagen geschaffen, zum Beispiel den sogenannten Hackerparagraf, der die Sicherheitsforschung kriminalisiert. Dieser Hackerparagraf muss weg. Wir brauchen mehr Sicherheitsforschung. ForscherInnen dürfen nicht mit einem Bein im Gefängnis stecken. Wir brauchen aber auch vernünftige Regulierungen, die die ganz normale Bevölkerung schützt. Zum Beispiel ein Mindestupdate-Recht für Smartphones, dass man mindestens 5 Jahre lang Sicherheitsupdates bekommt und sicher ist mit seinem Handy. Oder eine Produkthaftpflicht, die eben auch IT-Komponenten schützt. Das wissen die meisten gar nicht, das gibt es aber nicht. Wenn der Toaster ein Haus abbrennt, dann zieht die Produkthaftpflicht. Wenn es aber ein intelligenter, smarter Toaster ist, der mit dem Internet verbunden ist und der wird dann Teil eines Botnetzes und ermöglicht einer russischen Trollarmee, Dritte anzugreifen von meinem Toaster zu Hause. Da zieht keine Produkthaftpflicht und da muss dringend nachgebessert werden. Sie schlagen ja auch ein Cyberhilfswerk vor, also so ein bisschen was wie das technische Hilfswerk für den Cyberspace. Oder wie stellt man sich das also ganz konkret vor, diese Arbeit? Ja, das technische Hilfswerk kommt ja, wenn man örtliche Katastrophenlagen hat, wenn zum Beispiel irgendwo große Wasserrohrbrüche sind, wenn Bäume umgefallen sind und Straßen nicht mehr zugänglich sind, wenn es irgendwo akute Probleme gibt, die in der technischen Infrastruktur liegen. Und so etwas gibt es natürlich zunehmend auch im digitalen Bereich. Und da wäre es hilfreich, wenn man ein Äquivalent hat, das man sehr gerne Cyberhilfswerk nennt. Das kann ja auch beim THW angesiedelt sein, aber wo man Freiwillige nach entsprechender Sicherheitsbegutachtung natürlich und entsprechenden Schulungen einsetzen kann, um zum Beispiel Katastrophenlagen, wie wir sie im letzten Jahr hatten, im Landkreis Anhalt-Bitterfeld, wo man Opfer einer Ransomware-Attacke geworden ist, alle Server verschlüsselt waren und der Katastrophenfall ausgerufen werden musste. Da kam die Bundeswehr. Ich finde, das ist kein Fall für die Bundeswehr. Da brauchen wir genug zivile Kräfte. Was kann ich denn darüber hinaus als Einzelne, also als Privatperson tun in puncto Cybersicherheit? Welchen Tipp haben Sie da? Also ich wünsche mir, dass wir auch sehr viel mehr Bewusstsein für unsere eigene IT-Sicherheit haben. Aber da erwarte ich auch von der Bundesregierung, dass sie mehr
Weiterbildungsangebote macht, die sehr niedrigschwellig sind und alle Arten Aufklärung. Eine richtige Kampagne braucht es im Prinzip. Das muss so sein wie die Grundhygiene, die im Alltag alle beherrschen. Man weiß, dass man nach der Toilette besser die Hände wäscht. Genauso sollte auch jeder Mensch wissen, dass man bei sozialen Netzen immer eine Zwei-Faktor-Authentifizierung nimmt, um zum Beispiel Identitätsdiebstahl vorzubeugen. Dass man niemals einen USB-Stick, den man auf der Straße findet, aufhebt und einfach in irgendwelche elektronischen Geräte reinsteckt. Dass man sehr, sehr vorsichtig dabei ist, auf irgendwelche Links zu klicken, egal ob die per Messenger kommen oder per E-Mail. Wenn man irgendeinen Zweifel hat, nicht machen, den Absender kontaktieren, fragen, ob das ein legitimer Link ist, weil sonst hat man ganz schnell so eine Ransomware-Attacke selber, hat seine eigenen Daten alle verschlüsselt, kommt nicht mehr ran und soll vielleicht noch Erpressergeld bezahlen. Anke Domscheit-Berg war das, die digitalpolitische Sprecherin von der Linksfraktion im Bundestag. Vielen Dank für das Gespräch. Ich danke Ihnen, Frau Waldenfels.